Ja, hallo zusammen, liebe Freunde vom spirituellen Heute-Journal. Und diesmal ist es eigentlich ein Mittagsjournal. Von meiner Seite die Beate Simon. Herzlich willkommen, Beate. Ja, hallo, lieber Nepomuk, dass wir wieder zusammen sein können, so schnell. Dankeschön, freue mich. Ja, das Problem ist, wir haben so viele Termine zurzeit, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir mal was Mittag. Ich sag auch mal, das Mittagsjournal. Ja, Und genau. ja, man nimmt immer die Uhrzeit, wo doch passt, oder? Ja, Flexibilität ist alles. wir sind ja dabei, weil wir heute über etwas reden wollen, was vielleicht die einen oder anderen interessiert. Denn du bist ja nicht nur in der geistigen Welt, sag ich jetzt mal, mehr zu Hause als wir, nein, das ist übertrieben, als wir auf irdischen, aber du hast ja hier viele Kanäle offen und machst hier großartige Arbeit. Aber was du auch machst, sind Reisen. Und eine dieser Reisen ist die Reise nach Frankreich. Und auf den Spuren von Maria Magdalena. Ich habe hier die Webseite, die wird das gleich mal ein bisschen herzeigen in der Zeit, wo du sprichst. Denn diese Reise, ich habe gesagt, wir machen eine Sendung, vielleicht gibt es ja welche, die gerne dabei wären, denn es geht bald los mit dieser Reise. Ostern ist die erste, ja. Ostern. Welches Zeitfenster ganz genau? 3. bis 8.3. sehe ich gerade. Ist es denn? Nee. Nein, 28. Ah! 28.3. bis zum 6. April. Oh ja, genau, hier steht's. Ich mache ja drei Reisen mit Maria Magdalena in Frankreich jedes Jahr. Also einmal Ostern- und die Herbstreise. Die startet immer unter an der Côte d'Azur in Saint-Maximin in der Provence. Und einmal habe ich im Sommer, im August, gehe ich immer durch das Katharerland, die Gralsreise, auch mit Maria Magdalena. Und jetzt, ja, Ostern wollte man ja noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ja, wir müssen natürlich sprechen, wer war Maria Magdalena? Vielleicht kennen die einen oder anderen das gar nicht. Wieso machen wir da Reisen? Wieso hat das was mit Frankreich zu tun? Vielleicht klären wir mal diese Fragen kurz ab. Ja, genau. Maria Magdalena kam 2015 in mein Leben und hat eigentlich eine sehr einfache Botschaft mir gebracht und die hieß, bringe die Menschen zu mir. Und ich wusste erstmal auch selber überhaupt nicht, was mache ich jetzt mit Maria Magdalena. Ich muss dazu sagen, ich bin seit 2002 in diesem Ort, in Saint-Maximin, fast so gut wie zu Hause. Hatte aber gar keine Ahnung, dass zum Beispiel ihre Höhle, Basilika, Aufstiegskapelle, ganz viele Orte von ihr und Kraftplätze, dass die eigentlich alle um mich herum waren. Das habe ich dann erst 2015 dann mal so richtig bemerkt, als ich dann erst mal alles für mich alleine erkundet habe. Maria Magdalena kam in mein Leben, da kann ich jetzt erstmal persönlich von mir sprechen, auch um mich in meiner Weiblichkeit, in meiner weiblichen Kraft zu vervollständigen. Aus dem Grund kommen auch ganz, ganz viele Teilnehmer seither auch zu mir auf diese Reisen. Also auf der einen Seite geht es um die Weiblichkeit, die weibliche Urkraft zu spüren. Es geht aber auch um die Männlichkeit, also das weiblich mit dem männlich zusammenzuführen auf dieser Reise, also in sich auch zu vervollständigen. Und darum habe ich auch immer, das ist das Schöne, ganz viele männliche Seelen auch auf diesen Reisen dabei, weil sie haben dann immer erstmal auch mal der Fokus auf ihre männlichen Anteile, männliche Urkraft in sich und dann wird das so zusammengeführt. Und ich führe die Menschen an verschiedene Kraftplätze, also auch an Orte, die für mich von großer Bedeutung waren auf meinem langen Weg, also auch wo ich Botschaften zum Beispiel auch von Mutter Maria empfangen habe. Und da mache ich einen Mix draus aus verschiedenen Plätzen, weil es auch darum geht, dass die Teilnehmer die verschiedenen Energien Ich auch, blende es mir ein. ja, dass sie es spüret. Genau, hatte ich zum Beispiel das Bild aus der Grotte von Maria Magdalena. Da gehen wir immer hin. Also das Massiv Saint-Baume, da sind wir 2 Tage, gehen wir da auch hin. Also ein Tag ist dann hinauf in die Grotte, in der Höhle zu sein und auch in eine Eiergrotte, wie sie genannt wird. Und einen extra Tag haben wir dann für die Aufstiegskapelle aufs Hochplateau. Weil wir haben ja Zeit, wir sind ja auf der Reise, nicht, dass wir da sagen müssen, jetzt müssen wir ganz, ganz schnell ein großes Programm machen, sondern es gibt ja auch mal noch ein
ein freier Tag zur eigenen Verfügung dabei. Und auf diesen Wegen, also du siehst, wir sind da ja eigentlich nur draußen unterwegs und auch viel in Ruhe und Stille. Und wir nehmen uns da auch wirklich sehr viel Zeit, weil bei den Teilnehmern werden oftmals nochmal wieder alte Themen an die Oberfläche gespült. Also heißt ja auch eine Heil- und Seelenreise. Mir ging ganz viel in die Heilarbeit. Wir sind begleitet von Botschaft von Maria Magdalena, von Jeschua, von Sarah Tamar, von den Engeln. Und geht aber auch immer mal wieder in Familienahnenthemen auch hinein. Und das machen wir aus der Situation heraus an diesen Plätzen. Ein ganz genauer Ablauf gibt es da nicht, weil ich da in der Führung bin von Maria Magdalena und sie gibt eigentlich so das Programm für die Gruppe vor und das macht es ja dann auch ganz spannend, was da Aber ich immer. möchte gerne mal für die spirituellen Obdachlosen aber ein bisschen mehr weiter ausholen. Du sprichst von der Maria Magdalena, aber Maria Magdalena war die Frau von Jesus vor 2000 Jahren, die nach der Kreuzigung, Jesus, glaube ich, ist nach Indien gegangen und die Maria Magdalena, um hier andere, oder mehr die Lehre mit der Natur, glaube ich, soweit ich das weiß, in Frankreich fortzusetzen. Von der sprechen wir, glaube ich, gell? Für die Ja. Leute, die wissen, wer ist denn das? Und die wirkt ja in dieser geistigen Welt natürlich auch und hat sich bei dir gemeldet. Genau, das ist so mein Background, oder? So ganz grob. Genau, ja. Kannst du mir mal erzählen, wieso, wie sind denn die Franzosen, gibt es für die auch diesen Kult der Maria Magdalena? Bei uns ist ja das eher, bei uns gibt es nicht. Oder ist das dort völlig normal? Bei der Franzose ist es völlig normal, da heißt eigentlich fast jede Kirche Marie Madeleine. Und es gibt auch Straßen und Plätze, die nach ihr benannt sind. Sie ist auch überall zu sehen, in Statuen, Skulpturen. Ja, sie wird da wirklich sehr, sehr verehrt. Und da ist es absolut normal, über sie zu sprechen. Und wenn wir da als Reisegruppe unterwegs sind, auf unserer Pilgerreise und man fragt uns, ja, was macht ihr? Und wir sagen, ja, sind auf den Spuren von Maria Magdalena. Dann freut sich immer die Menschen und sagen, ja, das ist interessant. Und die geben uns manchmal dann auch nochmal Tipps und sagen, ja, das und das müsstet ihr euch noch anschauen. Also, das ist für die Franzose Maria Magdalena völlig normal und es ist für sie auch, sagen wir, sehr no normal, dass Jeschua Maria Magdalena verheiratet war. Ja. Die haben Das da. ist eine spannende Geschichte, denn bei uns, wie gesagt, gibt es dieses Thema überhaupt nicht so. Wie bist du da geführt? Hast du Stimmen im Kopf? Wie ist denn deine Anbindung zu diesen, sag ich mal, anderen Ebenen? Ja, ich werde da absolut geführt. Das ist wirklich, wenn die Reise beginnt, also die beginnt schon im Vorfeld. Ich gehe immer mit der Gruppe Teilnehmer auf Zoom dazu. Im Vorfeld treffen wir uns. Dann empfange ich schon die Botschaft für die Gruppe. Jede Gruppe hat immer eine Botschaft, um was es geht. Die überbringe ich dann der Gruppe. Und so beginnen wir dann schon auf der Reise zu sein. Ziemlich früh und vor allem auch, dass Menschen, die mich jetzt noch nicht persönlich kennen, dass die auch im Vorfeld aber wissen, wie läuft das jetzt denn dann auch alles ab. Es ist für mich, ich steige wirklich über 10 Tage fast aus meinem Körper heraus. Es ist auch sehr anstrengend für mich, weil ich absolut nur noch in ihrer Verbindung bin und habe darum auch immer. Von meinem Team sind immer Helfer dabei, die dann auch noch andere organisatorische Fragen beantworten oder was halt so noch gemanagt werden muss, weil ich bleibe absolut in ihrer Führung und sie sagt mir, was ich machen soll. Das kann sich unterm Tag kann sich das wieder ändern. Ich habe auch mit den Teilnehmern gibt es ja dann auch mal ein Vier-Augen-Gespräch, Austausch, je nach Thema, was in der Gruppe da ist. Und was mir auch immer so berührt, dass die Teilnehmer auch so berührt sind. Ja, also wenn man zum Beispiel einen Tag oben auf dem Hochplateau in der Aufstiegskapelle verbringt, da fließen ganz, ganz viele Tränen. Man spürt ihre Anwesenheit und auch die von Jeschua. Weil da, wo Maria Magdalena ist, ist auch Jeschua. Und da, wo Jeschua ist, ist auch Maria Magdalena. Also die sind auch immer zu zweit wunderschön fühlbar.
Und Okay. das. Wie ist denn der historische Background? Gibt es da Aufzeichnungen oder gibt es hier eine ganz andere Kultur in Frankreich, wo man das nachlesen kann? Welchen Orten? Da ist offensichtlich diese Dame, die einen sehr großen Impact hinterlassen hat bei der Bevölkerung, wenn heute noch darüber gesprochen wird, wo man das nachlesen kann. Gibt es da Es Literatur? gibt ganz, ganz viel Literatur. Also man kann auch schon im Internet schauen, Maria Magdalena Plätze oder wo hat sie gewirkt. Aber wie gesagt, ich gehe da, also aus einem Schema gehe ich heraus, sondern mache das ja dann immer mal wieder nur individuell. Und so komme ich aber auch an andere Plätze. Durch das, dass ich die Region und alles kenne wie meine Westentasche, ja, Ja. bin ich da auch sehr flexibel. Und wenn sie sagt, ihr fahrt jetzt nicht dahin, ihr fahrt in diese Region, dann fahren wir einfach mal dahin und schaut uns das an. Und es gibt viel über Maria Magdalena, es gibt viele wunderschöne Bücher. Ich bin an einem zum Veröffentlichen, das heißt Maria Magdalena, die Sprache der Liebe. Ich hoffe, dass das dieses Jahr dann auch mal das Licht der Welt erblicken darf. Und genauso habe ich ein Buch von der Tochter von Sarah Tamar, die über ihr Leben schreibt und durch mich auch spricht. Und daher gibt es davon auch von mir zwei Bücher zu Maria Magdalena. Oh, spannend. Ich lese gerade hier auch, dass es angeblich noch die Überreste gibt, also Schädel und Knochen, in der gotischen Basilika St. Maxim à la Saint-Baume. Um, ja, genau. Also es gibt mehrere Krypten und Basiliken in Frankreich. Da sind sie sich teilweise nicht so einig, die lieben Kirchen, ob die in Saint-Maximin-la-Saint-Baume die Reliquien haben oder ob sie die Reliquien oben in der Nähe von Vézelay dann haben. Also da gibt es so regional sind sie sich da nicht so ganz einig. Wollen die Tragödie teilen? Weil mir wisset immer beide so Reliquien, ja, das ist schön, wenn man das von jemandem dann hat, angeblich hat, vielleicht hat, wie auch immer. Sie sagt ja auch immer, sie ist ja überall da, wo wir sind. Ja, es geht nur darum, wenn ich an die Plätze gehe, dass immer wieder die Menschen, wenn man in so eine Krypta hineingeht, was spürt man denn da? Ja, was. Der eine geht in Resonanz und der andere läuft gleich wieder rückwärts heraus. Der sagt, das ist überhaupt nicht meins. Der dritte bricht in Tränen aus und ein anderer will schon gar nicht in die Kirche. Ja, also das ist immer total spannend. Und daher ist es gut, wenn man auf so eine spirituelle Reise ja geht, ohne Erwartung zu sein. Ja, also wirklich zu sagen, was geschieht jetzt da? Ich gebe auch nie vor, was wir genau machen, ja, oder was in der Kirche, was es dort zum Beispiel Besonderes gäbe. Dann würde ich ja vorgreifen. Dann gehst du da hinein und hältst nur noch Ausschau nach dieser eigenen Sache und fühlst dann ja aber nichts, sondern ich gehe immer hinterher in den Austausch, wo wir waren. Und dann wird erstmal darüber gesprochen, was der eine oder andere denn irgendwo gespürt hat. Und das ist ja dann auch wieder interessant, dass ja, wo dass die Menschen noch mehr immer spüren, die Botschaft, die sie empfangen, die ist dann schon richtig so. Das heißt, die Maria Magdalena hilft den Menschen wieder mehr zu sich zu kommen, mehr wieder in eine Innenschau zu machen, vielleicht alte Themen aufzuarbeiten, das Leben besser, ja, oder vielleicht einmal noch leichter meistern zu können. Das ist eine Art, ja, Meditation, spirituelle Reise, wo man ja eigentlich mit sich im Austausch ist, und natürlich auch im Austausch mit der Gruppe. Also das macht schon einen mit etwas. Diese Kraftplätze oder diese Energieplätze oder wie man sagen will, diese spirituellen Plätze haben für den einen oder anderen schon auch einen Eindruck, oder? Ja, also die Reise geht ja eigentlich 9 Monate, weil wir haben hinterher auch Zoom-Termine, weil hinterher kommen ja auch ganz, ganz viele Fragen nochmal auf, dass man da auch im Austausch ist für die Fragen. Und es entsteht immer etwas Neues auf diesen Reisen. Ja, also da kommt ganz viel Umsetzung, Aufarbeitung, Transformation. Die Menschen wissen, ja, jetzt packe ich das an, ich ändere das in meinem Leben oder ich mache das jetzt nicht mehr so. Und da kommen ganz, ganz viele Heilimpulse herein. Und die Energie, durch das, dass wir natürlich auch hinterher noch verbunden sind, die bleibt dann auch ja sehr, sehr lang bestehen. Und Maria Magdalena ist einfach für so viele Menschen eine ganz, ganz liebevolle Wegbegleiterin, auch in unserer heutigen Zeit. Ja,
Ich kenne ja viele meiner Kolleginnen, viele empfangen ihre Botschaft und das werden immer mehr werden und das ist richtig schön, das freut mich. Muss ich aber nochmal kurz einblenden, wo man dich, sage ich jetzt mal, eigentlich finden kann. Da gibt es eine Webseite, wo man sich hier anmelden kann, oder? Schauen wir mal, ob wir die finden. Das ist eigentlich die hier. Genau. Das ist die, glaube ich, oder? Hier oben. Genau. Simon.com und dann auf den Spuren von Maria Magdalena. Da gibt es dann irgendeinen Navigationspunkt, wo man dann hinklickt, gell? Da kommt man so auf den Spuren von Maria Magdalena, da kommt man auf die Katharer-Reise, da ist Lourdes beschrieben und ab nächstem Jahr gibt es die Reisen auf Mont Saint-Michel. Also ja, ich bin viel unterwegs in Frankreich. Freut Ja. Ja, vielleicht zieht es mir dann nächstes Jahr auch mal mit. Mal gucken. Es wäre ja schön, wenn du das dokumentieren würdest und filmen und wie auch immer. Das wäre ja mal was richtig tolle Idee, Ja, stimmt. doch, Frankreich hatte ich noch nie, also so in die Richtung. Okay, das ist spannend. Werde, würde ich sagen, haben wir wieder neue Impulse gesetzt in die der Spiritualität und danke für das Gespräch und wünsche den Teilnehmern ein vieles geistige Erleben und eine gute Heilung, was man alles braucht im Leben. Ja, vielen Dank, lieber Nepomuk. Bis Wir sehen uns bald wieder. Ich danke. bald. Tschüss.